Ich bin nicht so ganz sicher, das sieht so nach einer Jugend aus. Ebenfalls in Natura. Ich sehe ihn echt nicht, oder? Betriebener Helikopter. Und wie Sie es hier sehen, eine Turbine, kein Verbrennungsmotor, sondern, ja, war richtig geraten, elektrisch. Diese extrem Landegeluid elektrisch, hè? Antriebe für Helikopter sind inzwischen auch elektrisch. Ich gehe mal vanuit, dass ich ihn... Das ist überhaupt nicht möglich. Aber auch hier bürstenlose Drehstrommotoren. Geschätzt mal sind eingebaut 3 kW Wellenleistung. Ich bin aber nicht ganz sicher, weil ich jetzt ohne Sprecher arbeiten muss. Lithium-Polymer-Akkus mindestens 12 Zellen würde ich mindestens sein. Also 30, 40 Volt. Und insgesamt eben auch geschätzt 3 Kilowatt Leistung. Das finde ich nach Mario Helikopterflieger. Hier der Helikopter Reise gesteuert, Reise stabilisiert. So, ich habe ihn gefunden. Oh, Jutta, da kannst du gleich weitermachen. Ich habe versucht, ja, eigentlich unter S, aber unter F war ich dann fündig. Ja, ja. Freakware. So, jetzt wollen wir mal schauen. 5 Los Handen. Use 500D. So, da habe ich ja das hier. Hier soll wel een weitere Flight Control in zitten. Ja, wir haben hier ein Pilot, Kalle Ebel. Ist das richtig? Kann man an der Hose erkennen. Super. So, nicht was drauf. Nein. Alles vorne. Gut, also gehen wir mal zur Technik. Der Antrieb der Regler ist von Contronic, ein 120 Ampere Regler. Das sagt schon einiges aus. Hier fließen Ströme bis zu 120 Ampere. Unglaublich. Ein Motor von Strecker, nach Kundenwunsch separat gewickelt. Ja, und die Beleuchtung ist ein Eigenbau von der Firma Freakware. Ja, und die Basis für diese Use 500E ist ein T-Rex 700D Helitris Chassis, der Rumpf von Heliartis, 12 SI-Core, hat sie schon gesagt, Spinblade, Hauptmotor mit der 5 Blattkopf, Contronic, dieser 120er Regler, Strecker, so dann haben wir noch beleuchtet, das haben wir schon gesagt. Der Airbrush ist von Rudi Mock. Ist das nicht schön? Mir fliegt das Ding richtig schön. Flugzeuge dieser Art sind natürlich auch Bergen eingesetzt zu werden zur Bergrettung. Gerade dieses Modell kann man in den Alpen immer wieder sehen. Use selber, das Vorbild, amerikanische Firma, das ich hier für mich notwendig, ist eine Firma, die für eine Zeit Power News gegründet hat. Ja, und jetzt passt das gerade mal so, Hubertus. Guck mal, die beiden, die da vorne stehen, mit ihren riesen Kameras, Hände in der Tasche. Was wäre die Veranstaltung ohne die FMT? Also, die FMT sponsert hier mit, auch von Anfang an dabei. Dankeschön dafür. Ja, FMT steht für Flug- und Modelltechnik, vom Verlag für Handwerk und Technik. Eine der ältesten Fachzeitschriften, die wir hier überhaupt haben. Also ich habe als in meiner Wunsch die schon mit dem Geistes gelesen. Jeder, der die hatte, war begeistert. Vor allen Dingen natürlich bis zum heutigen Tag. Jedem Heft liegt ein Bauplan bei. Je nachdem, wie geschickt man ist, kann man den tatsächlich umsetzen. Viele Baukästen von namhaften Herstellern sind aus diesen Bauplänen der FMT weiterentwickelt worden und vermarktet worden. Vielen Dank, dass ihr diese Veranstaltung gesponnen habt. Ja, glaube ich. Also in diesem Slot sollte jetzt nicht nur die Firma Freakware sein, sondern auch Heli Factory und Spinblades. Aber Spinblades hatten wir jetzt bei Freakware. Wahrscheinlich sind die anderen auch mit hier drin, dann ist alles in Ordnung. Nächster Slot ist dann Robbe Modellsport GmbH. Und danach eine besondere Freude für mich anzusagen, die Legendary Fighters
legendäre Vorführung von Jagdflugzeugen des Zweiten Weltkrieges wird uns Roland Sabastius und sein Team begeistern. Das ist aber dann der übernächste Slot, ne? Oder so. Oh, da habe ich mich verpasst. So, ich höre gerade, ich kriege die Information, dass die Legendary Fighters das auch noch nicht genau. Da bitte ich mal einen, den Namen vielleicht der Roland selber, uns mal kurz zu informieren. So, genießen wir die letzten Sequenzen dieser perfekten Vorführung elektrisch einer Boost-Konzert. Jawohl, klasse Landung. Applaus, den hast du dir verdient.